Pikachu. Willkommen zurück. Ja, wie beim letzten Mal gesagt, haben wir den Deutsch auf den Waschplatz gefahren. Wir werden den jetzt mal ein bisschen waschen. Dass wir wieder saubere und ordentliche Fahrzeuge auf dem Hof haben. Oh, ich habe die Heckscheibe auf. Das sollten wir nicht so hoch halten, sonst wird es ein bisschen nass. Ja. Deutz Akrostar 671. Wer von euch schaut noch Sieber Zusum? Ist das ein 671, den er hat, oder ein 681? Wo will der hin? Störe ich ihn irgendwie? Gehe ich weg, bleibt er stehen, okay. Also er rutscht, wenn ich in der Nähe bin. Aber nur auf der einen Seite. Seltsam. Ja, ich glaube, der hat so einen, gell? Im Real Life. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn es einer von euch weiß, kann er es ja mal in die Kommentare schreiben. Oder ich finde es selber raus, ich gucke mir nochmal die Videos an. Ja, beide Schlepper sauber. Felder alle angesät. Die zweite Düngestufe können wir noch nicht machen, weil noch keine weitere Wachstumsstufe. Felder alle angesät. Achso, da warte ich. Genau, Mischgetreide. Da haben wir Hafer drauf und da haben wir Weizen drauf. Genau. Düngestufen. Eine Düngestufe 2 und 2. Da haben wir vorher gedüngt. Ja. Das sieht gut aus eigentlich. Was könnten wir machen? 17.26 Uhr in-game. Es wird gleich dunkel auf gut Deutsch. Das Geld ist knapp. Ach, wir können mal gucken, ob die Hühner schon wieder fleißig waren. Vielleicht können wir ein paar Eier verkaufen. Also entweder sind die Hühner hier ziemlich faul. Oder hier ist was faul bei den Hühnern. Immer noch kein Ei wieder gelegt? Gibt's doch nicht. Wo lagen die Eier? Ne, die Eier waren normal im Hühnerstall. Seltsam. Ja, was haltet ihr von der Idee, eine kleine Mission zu machen? Einfach um das Portemonnaie ein bisschen aufzubessern. Das sieht aus, als wäre es angesät. Oh ne, es soll angesät werden. Mission 33 Minuten. Das ist ein bisschen lang, um das in die Folge zu packen. Das ist unser Feld. Feld 70 hier oben. Vielleicht können wir irgendwo nur eine kurze Mission machen. Um einfach ein bisschen Geld zu verdienen. Das hier, wenn ich richtig das verstanden habe, ist das ein Wasserturm und hier gibt es wohl Wasser. Bin mir aber nicht sicher, ob kostenlos. Ich glaube eher nein. So, was haben wir hier? Das ist gekrubbert, das Feld. Auch das soll angesät werden. Nee, nee, nee. Schauen wir mal nach einem anderen kleinen Feld vielleicht noch. Was haben wir denn hier noch kleines? 72. Aufgekrubbert. Das ist, ja, gekrubbert und nicht gekrubbert. Komischer Texturfehler. Die wollen aber alle angesät werden, glaube ich. Sind wahrscheinlich alle Felder momentan gekrubbert.
Vielleicht finden wir das einfach raus, indem wir einfach hier. Jo. Nur die 2, die 25, die beiden sind abgeerntet. Dann besuchen wir doch mal hier die 25. Das ist das Feld. Oh, das ist ja ein süßes Feldchen. Auch das soll angesät werden. Mit dieser alten MF-Drille. Und einem alten MF. Gibt zwar nur 900 Euro, aber komm, das machen wir mal. Das ist Spaß. Schön mit diesen alten Geräten hier. Herrlich. Keine Kabine, kein Überrollbügel, aber Allrad. Das ist Trecker. Und dann diese Sämaschine. Wie sollen wir denn damit im Real Life über die Straße fahren? Das geht doch gar nicht. Kleine Mops oder wie gesagt Diego, den ich mir selbst immer gerne anschaue, wenn ich YouTube. Kennt ihr Diego? Könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr den kennt. Vielleicht schaut mir noch jemand hier. Kleiner wird. Schön pusten hier. Das ist natürlich auch ein Feld, das ist ja eigentlich zur Bearbeitung völlig uninteressant. Der Mast hatte keine Kollision, hat der Baum eine Kollision. Ja. Der lässt sich ja nicht mehr lenken. Oh, der Deckel geht auf. Der Sound ist schon nicht schlecht von dem selbst. Wobei mir der Sound von dem IAC-Pack noch besser gefällt. Oh, müssen wir mal Allrad reinmachen. Ja, da wo das Rad läuft, hat der eigentlich nichts verlassen. Ja, das für die Folge müsste eigentlich die Samstag sein, also Samstag kommende Woche schon. Wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege.
wir mal einmal hoch und dann müssen wir die Mission eigentlich geschafft haben. Zeitbonus involviert einen ja zum Glück hier nicht. Weil die Zeit ist schon rot. Aber bei Seasons gibt es auch keinen Zeitbonus. Ob der Seasons Mod standardmäßig im LS19 kommt? Ich denke schon. Wenn ihr mal so die Versionen vergleicht, bisher hat es immer irgendein Feature von einem Modder in die nächste Version geschafft vom LS. Ein gutes Feature, sage ich mal. Wenn ihr überlegt, der Forst war anfangs auch nur ein etwas, was Modder entwickelt haben. Manche kämen heute ohne Forst gar nicht mehr klar. Nein, ich bin kein Forstfreund, um ehrlich zu sein. Schauen wir uns doch das hier mal an. Was gibt's hier alles? Beizsubstrat, okay. Ich glaube, das müssen wir kaufen, wenn wir... Okay. Hier kann man... Ah, den Diesel verkaufen, den man produziert. Interessant. Ja, erkunden wir doch mal die Map noch ein bisschen. Hier ein amerikanischer Briefkasten. Oh, der hat Post. Aber für wen ist das wohl? Ah! Sachsenburger Gemüseanbau? Gibt's hier eine Gemüsefarm? Ach ja, klar gab's die. Ja, stimmt. Hatte ich mir ja schon angeschaut, aber die ist so weit weg vom Hof. Ja. Stimmt ja. Aber so weit weg. Ja, müssen wir mal uns überlegen, ob wir da in Zukunft vielleicht auch ein bisschen Geld rausziehen. Aber da brauchen wir auch Mist für. Ohne Mist wird das nix. Mist bekommen wir keinen ohne Tiere und Tiere bekommen wir keinen ohne Futter und ohne Ernte bekommen wir kein Futter und oh, ja, so kommt eins zum anderen, würde ich sagen, ne? Naja, das war die Getreidemühle, die Kühe, die Schafe, der Kompostmaster. Wie viel sollte der eigentlich kosten? Aber da haben wir ja auch noch nichts, was wir da reinwerfen können. 75.000. Ja! Ist ein Schnäppchen, würde ich sagen. Ja, YouTube. Ich mache mir mal Gedanken, wie wir hier weitermachen. Beziehungsweise denke ich, werden wir mal vorspulen bis zum nächsten Tag. Ja. Heute können wir eh nichts mehr machen. Also in-game heute. Wir spulen mal vor bis zum nächsten Tag und schauen mal, ob wir dann eine Wachstumsstufe noch haben. Vielleicht. Oh, hier steht extra ein Eimer, wenn die Milch mal runtertropft. Das ist schön. Gibt es so eine Anzeige nicht bei den Schafen auch? Leider nein. Ja, genug umhergeirrt, genug des Nichtwissens. Also, zur nächsten Folge, zur nächsten Staffel, weil hiermit beende ich die Staffel. Spulen wir vor zum nächsten Tag. Bis es wieder hell ist, schön, und dann schauen wir mal, da können wir bestimmt düngen.
Dann könnten wir vielleicht Wiese 91 und 83 mähen und mit Ladewagen als Silage einfahren. Dann hätten wir auch schon mal was an Silage. Ja. Ich denke, das ist der Plan. Wie gesagt, Staffel beendet. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen, einen Kommentar da. Und empfehlt die Seite weiter, wenn ihr mich gut findet. Oder meine Let's Plays gut findet. Ich sag ciao, ciao.